Hey, kennt ihr das auch? Ihr seid euch nicht so einig, ob Gulasch eine Weihnachtstradition ist? Also macht ihr trotzdem Gulasch? Wir kommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Bratet in einem großen Topf euer Fleisch an. Sorgt dafür, dass es gut Farbe bekommt. Nehmt das Fleisch von der Hitze und bratet dann die Zwiebel in demselben Topf. Gebt das Fleisch zurück in den Topf. Jetzt gebt ihr diese Schmacko-Fatz-Pigmente dazu. Gebt ihr 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Nun gebt ihr 300 Milliliter Rotwein dazu. Lasst das Ganze schön aufkochen, sodass der ganze Alkohol verdampfen kann. Weil kein Alkohol mehr riecht, ist alles gut. Jetzt gebt ihr die Brühe dazu. Lasst das Ganze 3x30 Minuten, wenn nicht sogar länger, kochen. Bei niedriger bis mittlerer Hitze. Prüft zwischendurch, ob das Fleisch durch ist. Je einfacher ihr es mit nur einer Gabel auseinandernehmen könnt, desto zarter ist es. Dazu könnt ihr jetzt noch Kartoffeln kochen, Knödel, was auch immer. Schon habt ihr fast ein Weihnachtsessen. Wer hätte das gedacht? Food. Oh fuck, ich muss noch Geschenke besorgen.